Im französischen Chabrignac gibt es die Rue de l'Imperatrice. Doch nach wem ist sie benannt? Nach der gleichnamigen Band? Nach Kaiserin Sissi? Nein, die Imperatrice ist Nam Phuong, Kaiserin von Annam. Annam ist eine Region im heutigen Vietnam und Nam Phuong die letzte Kaisergattin des Landes. Aber was um alles in der Welt macht sie in Frankreich, fast 10.000 Kilometer von ihrem Palast in Hue entfernt? Das ist eine lange Geschichte, in der persönliches Schicksal genauso eine Rolle spielt wie die großen Umwälzungen ihrer Zeit. Sie wächst bei Ordensschwestern in Frankreich auf. Mit 20 heiratet sie den Kaiser von Annam, Bao Dai. Zunächst ist alles rosig. Bao Dai schwört ihr sogar Treue und entsagt allen Konkubinen. Ungewöhnlich für die damalige Zeit. Wir schreiben das Jahr 1934 und Jeanne-Marie-Thérèse Nguyen Hu Hao, genannt Mariette, nimmt den Namen Nam Phuong an. Dann werden die Kinder geboren, 5 an der Zahl. Aber ob die Familie glücklich war? Bao Dai hält sich zwar keine Konkubinen, Affären hat er aber sehr wohl. Dann kommt der Krieg. Bao Dai schlägt sich auf die Seite der Japaner. Und nach der Kapitulation flieht er nach Hongkong und tröstet sich dort anderweitig, während Mariette mit den Kindern daheim bleibt. 1949 können Kaiser und Kaiserin ihren Thron wieder besteigen. Doch nach der Schlacht um Dien Bien Phu muss die Familie ins Exil, und zwar nach Cannes. Auch hier tröstet sich Bao Dai wieder in den Armen einer anderen. So verschlägt es Mariette nach Westfrankreich. Allein mit ihren 5 Kindern. Sie zieht nach Chabrignac auf den La Perche-Landsitz. Im Jahr 1963 verstirbt sie unerwartet an einer Angina pectoris, in anderen Worten an einer Herzkrankheit. Sie wird in Chabrignac beigesetzt. Auf ihrem Grab steht zu lesen: Hier ruht Kaiserin Nam Phuong, geborene Jeanne-Mariette Nguyen Hu Hao.